Hallo Leute, heute schauen wir uns das neue Office-Video von Rezo an. Und zwar, was im Office passiert, bleibt im Office und auf YouTube. Ich bin gespannt, was sie jetzt diesmal weitermachen. Lasst eine Woche da. Let's go rein da. Um mit den größten Handwerker-Profis. Ich glaube, ich habe ein bisschen Augenlicht verloren. Und der besten Stimmung im Team. Hey, Lisa! Jetzt gar nichts mehr. Ihr seht Intrigen, Liebe, Verrat. Alles hier bei Rezos. Ich frage mich immer, sind da neue Schnipsel drin in dem Intro? Also neue Clips? Weil manchmal kommen die Szenen zum ersten Mal, sich zum ersten Mal. Office-Umbau. Staffel 2. Beim letzten Mal haben wir ein Loch in die Wand gemacht und das dann mit einer Holzplatte wieder fertig gemacht. Und jetzt bei diesem Mal werden wir die Holzplatte... Glas rein. Da abnehmen und da eine Fensterscheibe reinmachen. Los geht's. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass der liebe Herr Teichmann hier ist. Servus. Er ist Glaser und misst jetzt aus, wie groß das Loch ist, hier Loch, das wir gemacht haben, um da dann die Glasplatte für anzufertigen. Oh, der Song ist auch gut. Ist auch ein alter Klassiker-Song, ja. 3,10 Meter breit, sehe ich das richtig? Ja, richtig. Oben machen wir ein 30er U-Profil, unten machen wir ein 20er U-Profil. Das ja, heißt, würde ich oben auch sagen. Ist 30 und ein 20. Und dann können wir die Scheibe so reinschieben und ablassen. Ah, wie praktisch. Ah, ah. Ja, wir wollten aber nicht genau so Glas haben, wie das. Nee, Sie kriegen hier dieses VSG mit der Schaltung. Weil ich dachte mir, lieber ein bisschen zu dick als zu dünn und nachher höre ich den ganzen. Ja, das kann man in vielen Punkten anwenden, diesen Satz, ja. Den ganzen Tag die Leute im Nebenraum. Die nerven mich. Das ist noch nicht mal Sicherheitsglas. Das ist normales Glas. Aber muss es nicht Sicherheitsglas sein, wenn ich ja, jetzt durchfalle? Wenn es ein Scheibensicherheitsglas ist, dann müssten Sie hier irgendwo einen Stempel haben. Es muss ein Sicherheitsglas eigentlich sein. Eigentlich sein? Ne? Eigentlich halt. Ja. Oh, dann sagt das niemand. Ja, am besten laden Video noch hoch dazu, perfekt. Sie sind verhaftet! Was? Gurkensohn mal wieder? Voll lange nicht mehr gesehen. Kann ich helfen oder ist es schlimmer dann? Wahrscheinlich! Lass Handwerker ihr Ding machen. Lass Handwerker ihr Ding machen, wirklich. Die sind da froh, wenn sie es alleine machen können. Ich helfe. Ja. Ich habe geholfen. Ist das eine Makita? Genau. Ich habe auch eine Makita gekauft. Sieht aber kleiner aus. Oh Mann! Gedisst! Größer an! Sondern auf die Technik. Ich kann euch helfen. Guck mal. Das hier. Ey, ohne mich würde das hier nicht laufen. Ich sag's ganz ehrlich. Was? Was? Akku leer. Nima. Ja. Ist sie jetzt kaputt? Ist kaputt? Du hast die 2 Sekunden benutzt. Dein Ernst? Ja, mach du doch. Ich komm nicht dran. Wir brauchen Marina. Hey, klar kommst du da dran. 12 seconds later. Gemeinsam. Das ist mein Teamwork hier. Wir sind ein gutes Team. Nö. Ist jetzt der erste Schritt so und eine Schiene? Genau, dann stellen wir die Gläser rein. Dann machen wir die Verbindung, versegeln und wieder was anderes. Ja, hat alles aufgepasst. Er weiß genau jetzt auswendig. Ja. Die Tomate ist eine Frucht wie die Kartoffel, wie die Nudeln, wie der Reis. Alles hier verkleinert. Krass. Reis ist eine Frucht? Kartoffeln ist eine Frucht? Was? Boah! Wow. Ich wäre fast in die Glasscheibe reingelaufen. Ach, das sind 2 Glasscheiben, die aneinander geklebt sind. Ganz genau. Ist einmal Sicherheitsglas und durch die Folie ist die Entkopplung da. Aha. Wie schwer sind die? Digga, die sind richtig schwer. Ohne Witz, die sind richtig schwer. Ima, komm. Okay. Sehr gut, schön aus den Beinen heben, richtig. Ey, du hast jetzt geflext, Ima, was war das denn? Es ist bewiesen, liebe Zuschauer, Männer sind das schwächere Geschlecht. Ey, weißt du, warum das... Es ist bewiesen, Leute, da haben wir es jetzt. Zwei Scheiben sind, das eine ist Sicherheitsglas. Weißt du, warum wir hier Sicherheitsglas haben? Guck mal, das hier, weißt du, warum das Sicherheitsglas ist? Weil es gefährlich ist bei uns. Weil das rechtlich notwendig ist. Weil wenn Gangster reinschießen, wenn es eine Schlägerei mal gibt, ne, muss alles sicher sein. An einem Arbeitsplatz müssen die Kranplätze verdichtet sein und Sicherheitsglas muss vorhanden sein. Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam.
Ima, warum das? Jetzt sind ja so alte Memes, weiß ich, ob die jeder Zuschauer auch checkt, ne? Wie mit den Kranplätzen müssen verdichtet sein. Sicherheitsglas, das können wir nämlich folgendermaßen demonstrieren. Stell dich mal hier hin. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. So. Bitte helfen Sie mir. Stellen wir uns vor, du bist hier und ich bin so, wie ich immer bin, völlig am Ausrasten. Ima, das geht so nicht. Was? Das Video ist noch nicht fertig. Ima, das ist das letzte Mal gewesen. Ich hab's dir schon gesagt. Und dann werde ich handgreiflich. Weißt du, du kennst mich. Ja, du kennst mich. Ich werde handgreiflich. Okay. Schubsichtig. Und du fällst in das Glas. Das Glas zerspringt. Du fällst aber so durch das Glas. Und jetzt ist das Glas, da ist so ein Loch drin. Aber der obere Teil, der fällt ja jetzt runter. Zack. Und du bist durchteilt. Was für ein Szenario sich da Reese ausdenkt, du Heiliger. Ach du Heiliger, wurde das denn, von welchem Film war das denn her, bitteschön? Ich kenne einen Film, wo die Scheiben springen, dann zerspringt die ganze Scheibe in tausend Stücke. Du bist durchteilt, das ist wie eine Guillotine. Zack! Heißt Sicherheitsglas, was, wenn das jetzt hinfallen würde und ich würde dagegen treten, wird das dann zerspringen in tausend Teile oder wird es einfach nicht zerspringen? Das reißt, aber fällt nicht auseinander. Ah, okay. Oh, durch die Folie. Das heißt, ich kann niemanden von den Mitarbeitern da durchschmeißen. Nee. Nur dagegen. Der klatscht an der Scheibe runter. Wie immer. Wie immer. Einen Kaffee an. Kaffee nehme ich gerne. Ich muss ja jetzt einen Kaffee machen für den netten Herrn. Das mache ich sehr gerne. Das Video leckt ein bisschen, kann das sein gerade? Also tut mir leid, wenn dieses Video jetzt gerade ein bisschen am Lecken ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich lade gerade ein Video hoch. Das ist natürlich jetzt sehr schlau, dass ich das direkt währenddessen aufgenommen habe. 3 Minuten müssen wir noch warten. Könnt ihr 3 Minuten Slackig noch schauen? Ich meine, wer es nicht gemocht hat, der wird eh schon abgeschaltet haben bis hierhin. Also denke ich mal, dass es jetzt 3 Minuten noch nicht mehr die Kuh fett macht. Jetzt überleben wir noch. Er wollte süß. Das heißt, ich habe jetzt die Auswahl aus verschiedenen Chunky Flavors, wie ich das süß machen kann. Wie soll ich das süß machen? Oder wir können es so machen, wir können die Qualität ein bisschen runterschrauben hier, weil wir haben gerade auf HD, sogar auf Full HD. Wir können auf 480p machen. Ich glaube, das merkt man eh keinen Unterschied bei Reese's Top-Qualität. Sorry, wollte ich böse klingen. Das wollte ich gar nicht böse klingen. Salted Caramel. Ja. Salted Caramel macht nichts falsch. Immer richtig. Ausgeleckt leckt immer noch, okay. Ach, die nimmt auf. Warum nimmt die auf? Immer. Bester Kameramann. Kamerafrau. Hä, nimmt die auf? Ja. Ey, ich bin froh, dass du heute die Kamera machst. Oh, Lisa! Hallo! Was geht? Hallo! Nee. Wie war das Date gestern? Du hast ein Date? Ja, nein, es war ganz schön. Doch, es war ganz cool. Ich hab ihr gestern genau... Ich noch ein paar Mal mit ihm. Ja? Ja? Ja. Oh, wie sie so mitfreut. So, ja, noch ein Date, ja! Ich hab dir gesagt, dass du... dass du dir auch mal was gönnen sollst. Was war der jetzt? Ah, liegt da da so. Wie war die Nacht gestern? Nein. Direkt alles ausquetschen. Ich erzähl da jetzt nicht so darüber. Die Nacht war gut. Hey, ich erzähl nichts. Ja, aber du erzählst ja schon viel gerade. Ich hab ihr gestern gesagt... Weil sie nichts erzählt, erzählt sie viel. Nichts. Schweigen ist manchmal auch Gold. Nee, was? Doch. Nee, Schweigen ist immer Gold, hä? Dass ich als ihr Arbeitgeber mir sehr wünschen würde, wenn sie mit ihm schläft. Was macht denn der Frank hier? Motivation? Ja. Kann ich wieder helfen oder würde es sich schlimmer machen? Wahrscheinlich im Moment nur schlimmer machen. Aber wäre okay, wenn ich helfe? Ja, gleich. Ja, du, ich spack's hier einmal mit den Achtern. Ich zieh das hier mit den Achtern fest. Ich habe jetzt dazu erst gemacht, sonst hätten wir nämlich einen Bogen drin gehabt. Das heißt, das ist jetzt einfach so zum Polstern. Genau. Langsam, meine Hand ist da. Ich habe das Gefühl, ich bremse den ganzen Laden hier aus. Ja, das ist ein Gefühl. Ja gut, ihr werdet eh pro Stunde bezahlt wahrscheinlich, also ist für dieses okay. Oha, ich hab's kaputt gemacht. Da bist. Läuft bei dir, ne? Sind das so Saugdinger? Mhm. Wie so Tom Cruise, der irgendwie an so ein Gebäude lang läuft. Ganz genau. Ja. Darf ich das an? Bitte. Oh, meine Beine. Oh. Also die Luft daraus gesaugt quasi, dass es dann festklebt. Wenn man hier drückt, dann geht's wieder ab. Hä, voll geiler Sound. Und wenn man hier drückt, dann geht's wieder dran. Boah! Boah! Ich bin schon Cruise! Ja, 1 zu 1. Was wir jetzt machen, ist die Lautstärke zu messen. Also wir haben hier eine App, die
zeigt uns halt an, wie laut das ist. Das heißt, geh du mal rüber. So, du bist jetzt da. Und jetzt stell dir mal vor, du bist wieder sauer. Also, wie also oft? Auf mich. Du sagst, das kann das hier alles nicht mehr. Ah. Warte, das ist ausgegangen. Oh mein Gott, da bemühe ich mich schon mal einmal laut zu sein. Das ist dein Laut? Ja, wie soll ich denn schreien, oder was? Ja, so kenne ich dich. Ein bisschen lauter noch. Über 40, hier, das warst du. Und was schluckt die? Nicht so viel wie du letzte Nacht. Ach, Mann, ey. Oh, zum Glück sind die alle so Friends und so, ne? Weil sonst wäre es echt ein bisschen schwierig. Drei Dates in einer Woche? Nein, das ist ja über Monate, Jakob. Und deswegen hattest du neulich auch diese Ledersachen an. Nein. Was für Ledersachen. Oh, das ist ja ein richtiges Gespräch hier. Ich muss mal zuhören, das wird interessant. Ja, die Lisa, die hat nicht so viele Dates, deswegen freuen wir uns sehr, wenn sie mal eins hat. Ja, das wird schon hier zelebriert dann. Also arbeitsrechtlich kündige ich hier überall. Soll ich irgendwie helfen? Also soll nicht, also... Ja, ich darf wieder... So hier? Ja. Spannung. Und langsam ablassen. Ja, ein bisschen heben dabei und vorsichtig rutschen. Ach so. Zack. Nochmal das Raumschiff. Ja, na klar. Das ist so ein kleiner Sound, wo es abfällt, so tschsch. Bin ich mal zurück in Zukunft decken, wenn sie diese radioaktiven Dinger da ins Auto reinmachen, dann hier diese tschsch. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst zurück in die Zukunft gucken, Leute. Beste Filme, die es gibt, meine Lieblingsfilme. Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3. Beste Filme aller. Das heißt, wir müssen jetzt da an der Seite, dass da versiegeln wir auch und dann kommt der Trockenbauer und der arbeitet, wenn alles trocken ist. Ja. So ging es U-Profil. Dann ist das Glas komplett eingebaut. Das sieht so einfach aus, ist es aber gar nicht. Eine Seite darfst du machen. Ja! Oh, was war das für eine Reaktion bitte? Nee, ich freue mich richtig für dich. Du kannst heute mal dich handwerklich wieder austoben. Er sagt, eine Seite kann ich machen und du so, oh. So, schön gerade halten, oben ansetzen, gleichmäßig ziehen. Nee, gerade halten. Gerade halten heißt so? Genau. Hey, ganz oben anfangen. Okay, da anfangen. Richtig. Und wenn ich drücke, ziehe ich runter. Ja, aber immer gerade halten und gleichmäßig drücken und gleichmäßig ziehen. Bisschen schneller. Moment. So. Unter 45 Grad. So, einmal dies, einmal jenes. Oh, das macht er auch. Ich zieh das ab. Nass spritzen. Genau. Und das auch. Das auch nass los? Ja. Okay. Womit ziehst du ab? Mit rechts? Ja. Genau. Also ich ziehe Leute immer ab mit rechts. Piu, 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 piu. Dummer Spruch. Aber die linke, ne? Ach so, das ist die linke. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh, das kleckst. Das kleckst. Oh, ich mach die Seite. Abstreichen. Okay. Das habe ich hässlich gemacht. Guck mal, das ist alles so schön und hier habe ich es jetzt kaputt gemacht. Ja, über die Hecke. So, Vormessung. Ja! Ja, schreien gehen. Oh, krass. Krass. Ja. Krass, ne? Krass. Ja, das schreit ja eh niemand im Büro meistens. Ey, wir haben jetzt einfach eine Scheibe. Wie cool ist das denn? Dann frohes Schaffen. Frohes Schaffen, ne? Geil. Geil! So, Lisa. Ja. Also heute sind Clips echt richtig gut, gefallen mir richtig gut. Wir haben jetzt hier eine Scheibe. Ja, cool. Und jetzt muss das nur noch, guck mal, jetzt muss dann nur noch hier das schön gemacht werden und gestrichen werden und so und dann ist das fertig. Und Lisa wird, darf ich mal eine Prophezeiung machen, in dem Zeitsprung, wenn wir jetzt gleich einen Zeitsprung machen, dann trägst du auch schwarz. Ja, das ist wahrscheinlich. So, wir haben jetzt ein paar Wochen später und trägt sie schwarz? Lisa trägt wieder schwarz. Überraschung, etwas anderes hat sie aber... Hat sie es geplant wahrscheinlich. ...verändert, und zwar das hier. Wir haben das alles abgespachtelt, wir haben das gestrichen und das Wichtigste ist, wir haben hier eine wunderschöne Fensterbank, die genauso in demselben Stil ist wie die Fensterbanken überall anders. Man muss jetzt im Prinzip noch die Scheibe wischen und das Licht anmachen. Achtung, hey Google, schalte Gott ein. Gott. Oh. Ja, Frank Thiel im Hintergrund. Business Mindset. Vom Gott. Aber ich hab auch mal so eine Lampe gehabt, die hier stand. Und die habe ich immer angelassen mit Alexa, schalte irgendwie
Irgendwas habe ich auch, christlich ist nicht Gott, aber irgendwas hatte ich gesagt, aber ich weiß gar nicht mehr. Und das Nice ist, dass das jetzt hier einfach ein größerer Space ist und man durch alle Räume komplett durchgucken kann. So, jetzt fehlt nur noch der Flur und wie das gesamte Office final aussieht, seht ihr in der nächsten Folge. Damit auch Reese besser gucken kann, ob seine Mitarbeiter auch alle arbeiten, so. Ah ja. Folge vom Office Umbau, denn die ist die letzte Folge vom Office Umbau. Oh nein. Dann ist fertig. Krass. Das ist doch nicht euer... Nein. Das ist das Halbfinale jetzt. Vorletzte Folge. Naja, ich bin gespannt, was da dann kommt. Lasst eine Woche da. Ciao, ciao. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfell.